Im grünen Baum ist der Umbau in vollem Gange. Monika darf unterdessen im Wellness-Hotel entspannen. Auf geht's zum Planschen. Die 48-Jährige muss eine wichtige Entscheidung treffen. Wir haben hier wirklich ein paar schöne Tage verlebt. Es hat auch gut getan, mal zur Ruhe zu kommen. Schauen wir mal, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn mich das ganze Chaos wieder einholt. Aber eigentlich habe ich für mich meinen Weg gefunden. Während Monika ihre Zukunft überdenkt, bekommt der grüne Baum einen neuen Anstrich verpasst. Damit die historischen Wandmalereien richtig zur Geltung kommen, muss die alte Farbe weg. Noch regiert das Chaos. Aber erste Erfolge sind schon sichtbar. Helle Farben statt dunklem Holz. Man merkt langsam, wie dem alten Gemäuer neues Leben eingehaucht wird. Zur selben Zeit an einem anderen Ort. Das Team bespricht die weiteren Maßnahmen für den grünen Baum, als es unerwartet Neuigkeiten aus Fürth gibt. Beim grünen Baum hat sich was Neues ergeben. Ich habe gerade eben eine Mail bekommen vom Insolvenzverwalter, vom Herrn Meierle. Hier, schau mal. Ach du Scheiße. Eine von mir angeregte Begehung am gestrigen Tag durch das gesamte Objekt hat ergeben, dass hygienische Mängel bestehen, die gegebenenfalls eine weitere Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs unzulässig machen könnten. Was hast du ja auch gesagt, ne? Dass das nicht ganz so sauber ist, ne? Meine Fresse, wie sieht denn die Küche aus? Das Fundament in der Gastronomie ist nun mal eben Hygiene und Sauberkeit. Man kann ja nicht vorne ruhig und hinten fui sein. Und wir wollen hier neue Leute etablieren in der Zukunft. Dann machen wir das ganz einfach. Ja. Einmal da ja nicht rum, ich hole eine Firma ran, ja. Dann ist das vernünftig sauber, wenn ihr alle hinkommt. So. Okay, dann ist damit die Geschichte mit der Sauberkeit, sollte damit erledigt sein. Wenn wir da Profis dran haben, dann sollte die Sache erledigt sein. Ist doch das gut. Das setze ich voraus. Ist doch gut, ist doch gut. Gesagt, getan. Ein Profi-Putztrupp bringt den grünen Baum auf Vordermann. Schließlich mag keiner vorne hui, hinten pfui. Schon bald erstrahlt die Küche in neuem Glanz. Ein neuer Tag in Fürth. Frank Rosin und sein Team sind zurück und bereit für den Neubeginn. Zurück in Fürth. Die Reinigungsarbeiten im grünen Baum müssen jetzt eigentlich erledigt sein. Und ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie Moni und ihre Mitarbeiter drauf sind und wo sie stehen. Moin, Willi. Ah, Frank. Hey. Ich wollte gerade eine Nachricht schreiben. Wolltest du mir eine Nachricht schreiben? Ja. Was ist denn los? Du, frag mich nicht. Wir stolpern von der eine Krise in eine andere hier. Jetzt ist gerade der Insolvenzverwalter da. Ja. Macht Sitzung drinne. Die wollten uns nicht beihaben. Wir wissen überhaupt nicht, was Phase ist hier. Moni auch dabei? Moni ist auch dabei. Und hoffentlich geht der grüne Baum hier nicht gegen Baum. Ist doch jetzt, wir haben doch alles geplant. Ist doch alles. Ich hab doch. Die haben uns rausgeschickt. Und Willi auch. Die wollten erstmal unter sich reden. Ja, ich bin jetzt ein bisschen in meinem Enthusiasmus und in meiner. Ja, ich habe jetzt richtig Bock. Ich wollte eigentlich die Neuigkeiten verkünden und so. Ja. Ja, bin ein bisschen gebremst. Nun heißt es warten. Eine ungewohnte Situation für das Team. Oh, Stefan. Hallo, Frank. Entschuldige bitte, dass du so lange warten musstest. Kein Problem. Für die gute Sache immer. Ja, wir sind fertig. Ja? Möchtest du dazukommen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Komm. Bitte. Schön. Und, wie geht's dir? Na ja, den Umständen entsprechend. Ja. Wo ist die Truppe? Hier drin, im Gastraum. Gut. Hallo. Wo darf ich? Wo du möchtest. Kalt draußen. Was ist los? Für mich ist heute hier und jetzt Ende.
Monika hatte die Wahl. Trotzdem ein Schock für den Sternekoch. Er hatte gehofft, dass genau das nicht passiert. Mir ist das jetzt eben alles zu viel, weil ich einfach nicht mehr die Kraft habe. Und ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe so ziemlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Überhaupt nicht mehr? Nein. Für mich ist es vorbei. Vorbei bedeutet, Monika wird in die volle Insolvenz gehen. Was ist denn der Stand jetzt bei den Mitarbeitern? Ist dann bei den Mitarbeitern auch vorbei oder wie sieht das aus? Ja, es ist im Moment gerade schwer. Wir sind, also Service ist eigentlich liegt komplett flach. Wir sind alle krank geschrieben. Alle krank? Genau. Also komplett? Komplett durch die Bank weg, das komplette Service-Team. Ehrlich? Ja. Ich meine, so viele sind wir ja auch nicht mehr. Ich bin hier angetreten mit 14 Mitarbeitern. Ja. Einige haben gekündigt. Und das hat letztendlich auch zu einer Überforderung der verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt, die dann eben teilweise erkrankt sind. Und wenn kein Personal mehr da ist, lässt sich auch ein Betrieb nicht aufrechterhalten. Nee, das stimmt halt. Und deshalb mich so bewogen, den Geschäftsbetrieb einstweilen einzustellen. Der Todesstoß für den grünen Baum. Kein Personal, keine Chefin, keine Perspektive. Ich habe mich darum gekümmert, eine Art Geschäftsführer zu finden. Und dem habe ich aber gesagt, dass er auch ein komplettes Team übernimmt und ja, ein laufendes Geschäft. Ja, macht die Sache dann jetzt auch nicht so einfach. Scheiße. Eigentlich habe ich diesen Betrieb hier nur übernommen wegen meinem Mann damals. Ja, ich denke mal, man darf halt auch einfach nicht unterschätzen, dass es damals ganz andere Umstände waren, wie der Laden übernommen worden ist. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Das kann ein einziger Mensch nicht abfangen. Ich bin jetzt gerade wirklich traurig. Traurig, dass diese Situation so verkorkst ist. Ja, das war's dann. Eine ausweglose Situation, mit der in dieser Form niemand gerechnet hat. Zum ersten Mal wird der Sternekoch vor vollendete Tatsachen gestellt und muss sie hinnehmen. Das Projekt Grüner Baum ist gescheitert. Aber ich denke mir, an dieser Stelle ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Dann sage ich Dankeschön, euch alles Gute, Stefan, den Damen und ja. Dass die Mama nicht mehr möchte, kann ich gut verstehen. Ich bin froh, dass sie für sich den Entschluss getroffen hat, dass sie einfach wieder zur Ruhe kommt, dass sie wieder ein normales Leben zumindest versucht zu führen. Es ist natürlich sehr, sehr traurig, aber wir respektieren es natürlich und können es auch nachvollziehen. Wenn ein Mensch sich sagt, hier ist die Grenze und das möchte ich jetzt nicht mehr und die Vergangenheit, das waren andere Voraussetzungen und so, dann respektiere ich das. Aber es tut mir einfach so leid für die Mitarbeiter und es tut mir so leid für dieses wunderschöne Haus hier. Hier ist 400 Jahre lebendige Gastronomie verzogen worden, ohne Pause. Ah, ich hätte das so gern so zu meinem Projekt gemacht. Naja.
jetzt mal schauen. Hm? Was ist, lass uns telefonieren, okay? Ja, alles. Ja? Danke. Ciao. Ciao. Bin nicht überrascht von Monis Entscheidung. Es war absehbar. Sie war psychisch und physisch komplett angeschlagen. Die ganzen Umstände hier, das ganze Kuddelmuddel, das hier ist, war für sie einfach nicht mehr handelbar. Und deswegen hat sie die Reißleine gezogen. Als sich Frank verabschiedet hat, war es ein blödes Gefühl, dass es wirklich so eine endgültige Sache ist, dass hier nichts mehr weitergeht. Aber eben auch nachvollziehbar, weil wenn wir keine Zukunft sehen, warum sollte Frank eine sehen? Und? Ist vorbei. Nee, nicht. Ach, Willi, es ist so eine Scheiße. Tut mir leid, dass du so viel schon getan hast. Vielen Dank. Du bist echt ein ganz toller Willi. Gut. Mittlerweile arbeitet Monika wieder in einer Bäckerei. Kuchen waren und sind ihre große Leidenschaft. Die Last des grünen Baumes ist sie für immer los. Niki hat einen neuen Job als Servicekraft, nur ein paar hundert Meter vom grünen Baum entfernt. Stefan hat schnell eine neue Stelle als Koch gefunden. Er wollte Monika helfen, aber seine Hilfe kam zu spät. Juli hat die Gastronomie an den Nagel gehängt. Sie macht eine Umschulung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau. Auch der Rest des Teams hat neue Wege eingeschlagen. Der grüne Baum ist bis heute geschlossen. Sein Schicksal bleibt unklar.